Weltall hört dich keiner schreien. Auch in Dead Space, den Remake auf der PlayStation 5. Ich begrüße euch herzlich wieder zurück bei Folge Nummer 4, dem wunderschönen Spiel mit mir, Christian Angel 3000. Ich begrüße euch und ich habe immer noch Spaß mit der Neuauflage, definitiv. Und ja, unsere Aufgabe ist jetzt einen Schockstab zu finden und mal gucken, wo es lang geht. Wir müssen dahin, ins Labor. Und gespeichert haben wir, verkauft haben wir glaube ich auch, oder wir können ja mal kurz in den Shop reinschauen. Wir haben hier irgendwie so ein Schema freigeschaltet und mal gucken, was uns da erwartet. Schema errichtet. Gegenstand ist jetzt zum Kauf verfügbar. Projektile. Wow. Warte. Okay. Inventar. Wir können das verkaufen. So. Haben wir ein bisschen mehr Geld. Wir brauchen auf jeden Fall bei dem Schema für Heilung. Nee, lass mal. Wenn wir drauf gehen, dann gehen wir richtig drauf. Keine halben Sachen hier. Let's go. Gut, dann würde ich sagen, auf geht's ins neue Gefilde der Forschungsflügel. Let's go. Mal gucken, was uns hier erwartet. Wie gesagt, das Spiel auf der PlayStation 3 ist so lange her. Ich habe echt kaum noch irgendwelche Informationen. Noch kleine Umrisse. Angeht, aber ja. Bis jetzt sind wir noch nicht einmal gestorben. Kein Zugang. Ich bin durch. Hey, das geht. Ja, lieber Bein ab als Arm dran, wa? Wir sind jetzt im Hauptlabor. Scheint ganz schön groß zu sein. Aufspießen und werfen. Gefährliche Anomalie registriert. Quarantäne wurde aktiviert. Okay. So, weg mit dir. Muss Munition sparen. Oh, Heilungs. Sau. Hier ist doch irgendwo jemand. Na? Ich sammle erstmal hier oben schnell alles rein, bevor ich nach unten gehe.
Auf jeden Fall sind hier noch irgendwelche Aktivitäten. Okay. Let's go. Den habe ich aber wieder richtig gut aufgespielt. Oh, noch mehr Munition. Sehr schön. Alan. Okay. Ja. Quarantäne aufgehoben. Nice. Sehr schön. Okay. Hab gerade was im Auge gehabt, sorry. So. Benötigt Gewebeproben, okay. Langt das? Ne? Dann halt nicht. Eine Kiste. Das ist ein Heilungspack. Yay! Sehr schön. Logische Chirurgie, Dr. Chalice Mercer, Kopie an mein sicheres Terminal. Ich habe Jürgens überzeugt, mir den Videofeed aus der Kolonie zu zeigen. Es ist bemerkenswert. Endlich konnte ich sehen, was ich so lange gesucht habe. Die Abbauarbeiter, diese Transformation, trotzten dem Tod. Keim ist vorsichtig. Sein Glaube wurde durch diese Necromorphs, wie er sie nennt, erschüttert. Wie seltsam. Denn mein eigener Glaube wurde so umfassend bestärkt. Ob mit oder ohne Keim. Ich muss eine dieser Kreaturen untersuchen. Oder die nächstbeste Option. Zum Beispiel Brennans Patienten. Aha. Okay, heute Gewöhnung. Nicole? Ich bin's. Sie ist nicht da. Textlog. Okay. Persönliches Log von Dr. Nicole Brennan. Durch medikamentöse Behandlung und Zero-D-Therapie konnten wir Verbesserungen bei Patient Harris erzielen. Sollte dies anhalten, besteht Hoffnung für die anderen auf Aegis 7. Aber Dr. Mercer mischt sich weiterhin ein. Er behauptet, Harris' Wahnvorstellungen wären von religiöser Bedeutung. Ich werde notfalls Beschwerde einreichen. Wegen der Unitology-Scheiße verliere ich keinen Patienten. Nicht nochmal. RIT-Signal wird getrackt. Dr. Nicole Brennan. RIG-Standort? Nicht ermittelbar. Manuelles RIG-Tracking ist verfügbar. Okay. Schema Stasepack. Hey, okay. Brauche ich aber nicht. So. Ich will gerade überlegen. Oh, da liegt noch was. Was wir immer schön checken. Wir checken mal kurz, wie viel Platz wir haben. Na, wir haben noch genug Platz. Also das wird dann automatisch eingesetzt. Wir haben noch ein Zweier und drei Einzelne.
Munition haben wir davon genug. Aber ich glaube, das haben wir nicht. Okay. Bei der Bank. So. Finde den Schockstab. Ich würde sagen, machen wir weiter. Let's go. Ja, Schaschlik-Spieße für ihn wahrscheinlich. Geschmacksrichtung. Dann machen wir das Ding mal fertig. Für die Tentakeln abschießen, wenn das angreift, dann kann es nicht mehr schießen und dann stirbt das Ding. Das weiß ich noch. Also gegnertechnisch habe ich noch einige Punkte noch im Kopf, definitiv. Okay. Aber ich würde sagen, wir gehen erstmal. So. Hier raus. Gehen wir auf die andere Seite. Wenn das geht. So. Ah, das ist eine Scheibe. Ich würde gerade sagen, wieso sieht das so komisch aus? Nein, 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 nein. Mist, hier. Na gut. Ich wollte halt mehr Nahkampf machen, aber hat dann wohl eher dann nicht ausgereicht. Ey, die eine. Ja, geht nicht kaputt. Von den einen. Von der einen Munition kriegen wir ganz schön viel. Etwas zu viel. Meines Geschmacks. Sanitär duschen. Okay. Kann ich duschen? Ja, davon haben wir auf jeden Fall die Munition bekommen. Weiter geht's. Ist das der Schockstab? Ah, ein Knoten. Keine Energie. Daniels antwortet nicht auf ihren Bricklink. Wie ist dein Status?
Ich habe ein Shockpad für die Barrikade gefunden. Ich gehe wieder zurück. Pass auf die Voltzahl auf. Ich will niemanden mehr verlieren. Gut. Platziere die Sprengladung. Alles klar. So. Noch mehr Besuch. Okay, wir müssen nach vorne. Ich komme ja nicht weiter. Hat mich einfach blockiert, die Sau. Eieieiei. Das war nicht fair, Leute. Das war definitiv nicht fair. Aber gut, wir haben es überlebt. Das ist die Hauptsache. So, wir sind jetzt wieder hier. Jetzt müssten wir da die Sprengladung ansetzen. Den Defibrillator, okay. Welche Deckung soll ich denn gehen? Ah, hier. Okay. Hammer. Zerstöre die Barrikade. Hammer. Finde die Leiche des Captains. Untersuche die Notaufnahme. Aber dann gehen wir erstmal hier rein checken. So, ein paar Sachen wieder neu freischalten. So. Sehr schön. Sehr schön. Ich überlege gerade, ob ich ein paar Sachen ins Lager legen soll. Was Munition angeht. Wie viel sind 100? 200, 250? Das wird ausreichen. Ein bisschen Platz schaffen wäre ja nicht verkehrt. Und dann würde ich sagen, weiter geht's. Wow, der ist aber ganz schön schnell. Okay. Ob das so geplant war? Wer weiß das schon. So, wir checken mal die Karte. Wo sind wir denn? Haben wir hier hinten? Na, das war ja verschlossen. Genau. Was ist das denn? Das ist Grenze der Karte irgendwie. Aber gut, okay. Also sagen, weiter geht's. Ishimura Klinik. In der Leichenhalle musst du nach Captain Matthias Leiche suchen. Hol dir seine Recodes, damit wir den Computer nutzen können. Mhm. Ich versuch's. It's time. Plasma Cutter Upgrade bekommen. Wir haben nur noch ein paar Knoten. Sicherheitsfreigabe erforderlich. Die wir nicht haben. Hast du eine Karte? Nee. Schade. Das sieht hinten sehr strange aus. Kommt mir nicht bekannt vor. Ne, da müssen wir noch nicht hin.
Wir gehen jetzt einfach mal dahin. Übertragung an das gesamte Personal. Hier ist Senior Medical Officer Nicole Brennan. Die Krankenstation ist überlastet. Wir brauchen Hilfe. Diese Wunden. Wir können uns nicht um so viele Traumapatienten kümmern und die Kommando-Crew sagt uns nicht, was los ist. Er hat einen Anfall. Scheiße. Vielleicht habe ich noch PHB übrig. Okay. Folge Nicoles Hologramm. Das ist in diese Richtung. So. Okay. Übertragung an das gesamte Personal. Hier ist Senior Medical Officer Nicole Brennan. Die Krankenstation ist überlastet. Wir brauchen Hilfe. Diese Wunden. Wir können uns nicht um so viele Traumapatienten kümmern und die Kommando-Crew sagt uns nicht, was los ist. Er hat einen Anfall. Scheiße. Vielleicht habe ich noch PHB übrig. Komme ich auch nicht rein. Textlock. Okay. Haben wir das auch? Da kommen wir wahrscheinlich nicht rein. Sicherheitsfreigabe erforderlich. Credits. Sicherheitsfreigabe der Stufe 2 erforderlich. Ey, ich bin echt mal gespannt, wann wir das Ding kriegen, ey. Geht mir langsam auf den Sack. Langsam, aber sicher. Energiezelle. Nee. War das so schlau? Geheimgang gefunden? Logbuch der Krankenstation, Dr. Nicole Brennan. So viel zum Thema Paranoia. Ich habe diesen Raum eingerichtet, um Beratungsgespräche zu führen, ohne dass sich die Unitologen einmischen. Jetzt ist es der einzige Ort, an dem ich sicher bin. Nach dem gestrigen Angriff konnte ich eine Gliedmaße sicherstellen. Genetisch gesehen ist das menschliches Gewebe mit bizarren Mutationen. Aber es ist nur eine Probe. Nicht genug, um ein Heilmittel zu finden. Ich brauche... Moment, wo ist der Bericht aus dem Maschinenraum? Hier. Die Ingenieure haben etwas aus den Maschinen geholt. Gliedmaßen fehlen. Torso intakt. Okay. Zeit für eine echte Autopsie. Okay. Im Maschinenraum müssen wir jetzt die... Autopsie finden, okay. Wir checken mal kurz die Karte. Das ist Stufe 1. Müssten im Endeffekt diese Richtung. Aber ich brauche den Energiekern dafür. Normalerweise müsste es doch da einer sein. Wie komme ich zu diesem Energiekern? Naja. Ah, das war ich ja. Ja.
Wow. Ich habe keine Munition mehr, merke ich gerade. Verdammt. Au. Au. Hä? Ernst, Okay. Naja, wir haben es überlebt. Das ist doch die Hauptsache, würde ich sagen. So, wo ist das Ding, was wir jetzt weggeworfen haben? Ja, wir brauchen dringend wieder Plasma-Cutter-Munition. Ich würde einfach sagen, weil ich in der letzten Folge angesprochen habe, dass wir nur mit der Plasma-Cutter spielen. Ich glaube, das lohnt sich erst, wenn man einmal durchgespielt hat. Man kann es schaffen, definitiv, aber dann muss man richtig gut zielen und durchkommen. Dann darf man sich keine Dings rumgeballere erlauben. Und ja, auf schwer. Boah. Stimme machen wir fertig. Stufe 2. Jetzt kriege ich Medikits, wo ich Munition benötige, ne? Ihr seid so... Ach. Okay. Auf unser Zimmer sicherheitshalber hier lang. Vielleicht findet man ja noch was. Da kommt noch einer. Ich
Gott, das wird hier ein reines Ballerfest hier. Ballern, 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 Freunde. Mercer, hier ist Terence Klein. Sie waren im OP, also habe ich es bei Warwick hinterlassen. Er ist diskret. Ich habe gerade ein Update von Aegis 7 erhalten. Die Situation ist schlimmer, als Captain Mathias zugeben will. 40% der Bevölkerung der Kolonie zeigen Symptome. Depressionen, Halluzinationen, noch mehr Gewalt. Da unten sterben Leute. Ich weiß, das hängt irgendwie mit dem Marker zusammen, aber mir fehlen die Daten. Mercer, vielleicht hatte ich Unrecht. Wir brauchen unbedingt Antworten. Dieser Patient, Brent Harris, könnte unsere letzte Hoffnung sein. Die reden von hier, was wir noch nicht mal gesehen haben. Okay. Aber gut. Da kommt noch nicht mal. Okay. Ja, für den Knoten hat sich doch schon mal gelohnt. Also ab zurück. Aber heilen. Was? Sicherheitsanfrage abgerufen. Verlassen. Es war dunkel und sie kratzten an den Wänden, wie die Ratten. Und ihr habt mich mit ihnen eingesperrt. Rettnecke, ich schneide sie raus. Why? Sicherheitsfreigabe der Stufe 2 erforderlich. Ich frag gar nicht mehr. In dem Spiel darf man überhaupt nichts fragen am besten. Ja, schmeiß die Dosen weg. Und wieder Credits, Credits, Credits. No Credits! Die Geräusche machen mich fertig. Zur Leichenhalle. Eieieiei. Aber das natürlich in der nächsten Folge! Mit so wenig Munition, da kriege ich Black. Ich habe keinen Bug. So. Ja, dann würde ich sagen, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Unser Inventar sieht gerade nicht gerade berauschend aus. Munitionstechnisch haben wir gerade nicht mehr viel. Das Upgrade, 6 Schuss haben wir noch von der. Ja. Dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, aber die nächste Folge wird wahrscheinlich Callisto-Protokoll sein. Ein kleiner Dings, Überraschungshit. Ob der genauso gut wird wie Dead Space hier, was wir haben, kann ich nicht voraussagen, denn ich tue es erstmal jetzt aufnehmen. Wir machen immer 4 Folgen Dead Space, 4 Folgen Callisto-Protokoll, wie man das bezeichnet dann. Und dann, ja, und danach, ja, und dann schauen wir mal, wie es bei euch überhaupt ankommt. Und dann sehen wir natürlich mal weiter. Ne? Also haut rein, Leute. Bis zum nächsten Mal. Euer Christine Angel 3000. Und wenn es euch gefallen hat, natürlich liken, kommentieren, abonnieren. Euer Feedback ist wichtig, denn Support ist kein Mod. Und Isaac Clark verabschiedet sich hier. Ciao.